Selten zuvor hat ein Spiel mich gleichzeitig so sehr frustriert und angestrengt, aber auch fasziniert und gefesselt, so sehr wie es Sifu aktuell tut. Denn das Spiel ist wirklich, genauso wie ich es angekündigt habe, kein leichtes Spiel. Nein, im Gegenteil, es ist ein verdammt schweres Spiel. Und vermutlich habt ihr genauso wie ich auch eure lieben Schwierigkeiten voranzukommen, denn das ist nicht mal eben so gemacht. Man kann nicht einfach so durch die Level huschen. Es ist eine echt schwierige Aufgabe, die einzelnen Level überhaupt zu schaffen. Um euch dabei zu unterstützen, dies zu bewerkstelligen, habe ich mir gedacht, möchte ich euch in diesem Video ein paar kleine, nützliche und äußerst wichtige Tipps mit an die Hand geben, wie ihr eure Chancen steigern könnt. Und was das für Tipps aber sind, erfahrt ihr jetzt im Video. Da das Spiel so verdammt schwer ist, müsst ihr unglaublich defensiv agieren. Also einfach nach vorne preschen und drauf losprügeln funktioniert bei Sifu einfach nicht. Die Defensive ist erheblich wichtiger. Ihr müsst euch vorstellen, das Spiel ist wie so ein Souls-Spiel. Also die Gegner sind relativ klug, vertragen relativ viel, aber verteilen unglaublich schnell Schaden. Das heißt, wenn ihr unvorsichtig seid und euch einfach 3, 4, 5 Hiebe hintereinander verpassen lasst, dann seid ihr ganz schnell tot und verliert das erste Leben. Deswegen etwas detaillierter geht es im zweiten Punkt eben genau darum, ihr müsst blocken, ihr müsst parieren, ihr müsst ausweichen. Die defensiven Mechaniken sind das absolute A und O bei Sifu, ohne die geht gar nichts. Dabei habe ich persönlich festgestellt, dass vor allem das Ausweichen am besten funktioniert, weil man einfach hier die besten Chancen hat, wenn man nicht unbedingt das beste Zeitfenster erwischt. Was ich damit meine, ist eben L1 gedrückt halten und dann den Stick, den linken Stick bewegen. Damit kann man sich ducken oder links und rechts den Schlägen ausweichen. Da hat man ein relativ gutes Zeitfenster und kann den Gegner trotzdem ein wenig schwächen. Der Vorteil vom Ausweichen gegenüber dem Parieren ist ganz klar. Man hat einfach mehr Zeit und die Chance, dass das gelingt, ist deutlich größer. Denn parieren bedeutet, in dem Moment, wenn der Gegner zuschlägt, tippt man einmal L1 an und dann kann man direkt kontern. Ja, das verursacht natürlich sehr hohen Schaden. Man hat die Möglichkeit, den Gegner sofort irgendwo runterzuschmeißen. Das hat enorm viele Vorteile, aber dieses Zeitfenster ist extremst klein. Und wenn ihr nicht super eingespielt seid, dann macht das Ausweichen einfach mehr Sinn, weil ihr dann bessere Chancen habt. Außerdem habt ihr natürlich die Möglichkeit, mit einem Druck auf R2 auch einen Ausweichschritt zu machen. Auch das ist eine gute Möglichkeit, um euch ein bisschen Luft zu verschaffen. Aber zum dauerhaften Ausweichen der Gegner ist das meistens nicht so zielführend. Spätestens wenn sie Waffen haben, dann ist die Reichweite so groß, dass euch der Ausfallschritt am Ende nicht reichen wird. Nummer 3. Ebenfalls eigentlich logisch, aber man muss es sagen, denn auch das vergaß ich immer wieder in den ersten Stunden. Lerne deine Moves und Kombos und vergiss nicht, welche du vielleicht schon freigeschaltet hast und dann nutz sie auch. Das muss man verinnerlichen, denn sonst entgehen einem einfach viele Möglichkeiten, klarzukommen in den Kämpfen, weil wenn man nur auf leichter Schlag und schwerer Schlag kloppt, ist das auf Dauer zu wenig. Man muss genau wissen, wie die Moves funktionieren. Die könnt ihr euch übrigens jederzeit im Optionsmenü aufrufen, auch mitten im Spiel und euch nochmal angucken, wie es funktioniert. Das ist kein Problem. Nummer 4 finde ich sehr spannend, denn da war mir gar nicht bewusst, dass es sowas gibt, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Es gibt in solchen Spielen wie Sifu nämlich sogenannte Unverwundbarkeitsframes oder im Englischen I-Frames und die sind entscheidend. Worum geht's da aber? Es geht darum, dass ihr bei speziellen Manövern nicht erwischt werden könnt. Ihr seid also unbesiegbar. Da gibt es zwei sehr bekannte Beispiele bei Sifu. Und zwar einmal die Attacke, wo man Gegner endgültig ausschaltet. Also wenn man auf Kreis und Dreieck drückt. Während dieser Animation sozusagen ist man unbesiegbar. Selbst wenn der Gegner gerade zuschlagen wollte und man startet diese Animation, dann wird man nicht erwischt. Die zweite Möglichkeit ist, wenn ihr einen Gegner auf den Boden geschmettert habt und dann Kreis gedrückt habt, dann lehnt sich euer Kämpfer ja über ihn und dann könnt ihr noch ein paar Schläge verteilen und auch während dieser Aktion und diesen Zeitraums seid ihr unverwundbar. Ein äußerst nützlicher Tipp, auch der ist mir in den ersten Stunden entfallen, aber ich rate euch dringend dazu, ihn zu befolgen. Versucht jeden Kampf, wenn irgendwie möglich, immer mit einer Waffe zu beginnen. Sei es auch nur eine Flasche, die ihr mitnimmt in den Kampf.
Klar, wenn man gerade dann keine Waffe mehr hat, dann kann man es nicht ändern. Aber oftmals findet ihr Waffen, wenn ihr euch genau umseht. Also in dem Areal, in dem ihr euch gerade aufgehalten habt, wo ihr die Gegner besiegt habt, einfach nochmal in jeder Ecke gucken. Wenigstens eine Flasche werdet ihr irgendwo finden, vielleicht im Bestfall aber auch irgendwie eine Stange oder einen Baseballschläger. Ihr könnt oftmals sogar auch ein, zwei Räume weiter zurücklaufen, um euch da nochmal umzusehen und vielleicht etwas mitzunehmen, was liegen gelassen wurde. Denn es empfiehlt sich, wie gesagt, immer in die nächsten Räume mit einer Waffe reinzugehen. Denn vielleicht wartet dort auch ein stärkerer Gegner, vielleicht sogar schon der Boss. Und da machen Waffen extrem viel Sinn. Der nächste Tipp dürfte viele von euch frustrieren, so ging es mir nämlich, aber wenn ihr das akzeptiert, dann macht das Spiel auch mittelfristig, wenn ihr euch darauf einlasst, mehr Spaß, denn ihr müsst akzeptieren, zu sterben. Und zwar verdammt oft zu sterben. Also damit meine ich wirklich, wirklich oft zu sterben. Aber dabei gilt es vor allen Dingen eine Sache zu beachten, weil es ist quasi unmöglich, das Spiel einfach mal so bei einem der ersten Durchgänge sofort durchzuspielen. Dafür hat man einfach zu wenig Fertigkeiten. Ihr habt aber die Möglichkeit, Fertigkeiten sozusagen zu leveln, sie freizuschalten, um dann für den nächsten Durchgang stärker zu sein und diese dann von Anfang an zu haben. Das macht also demnach vor allen Dingen zu Beginn Sinn, eher zu grinden, wie man so schön sagt, und XP zu sammeln, um dann die Dinge freizuschalten, damit man dann irgendwann wieder von vorne anfangen kann und die Sachen von Anfang an benutzen kann. Aber wichtiger Hinweis hier an dieser Stelle, alle Sachen, die man einmalig freischaltet, gelten immer nur für den aktuellen Spieldurchgang. Startet man also nochmal von vorne, sind diese Fähigkeiten weg. Die einzige Möglichkeit, das zu umgehen, ist, diese Fähigkeit danach 5 weitere Male zu kaufen. Und danach ist sie für immer freigeschaltet. Bedeutet, habt ihr vielleicht irgendeine von diesen Fähigkeiten, die relativ günstig ist, die 500 EP kostet, müsst ihr die erst einmal freischalten und danach noch 5 weitere Male einkaufen. Bedeutet, wenn ihr 3000 EP ausgebt, habt ihr diese Fähigkeit für immer. Nach Adam Riese bedeutet das natürlich, habt ihr eine Fähigkeit, die besonders teuer ist und 1000 EP kostet, kostet es euch insgesamt 6000 EP, also mindestens 6000 EP, um sie für immer freizuschalten. Denn, noch ein zusätzlicher Tipp, wenn ihr es vielleicht nicht bei einem der ersten Spieldurchgänge schafft, sofort alle 6 Einkäufe sozusagen zu machen, ist es auch okay, wenn ihr vielleicht 3 geschafft habt und damit 3000 EP ausgegeben habt. Wenn ihr danach wieder von vorne starten müsst, müsst ihr natürlich wieder diese Fähigkeit erst einmal freischalten und 1000 ausgeben, aber danach hat sich das Spiel gespeichert, dass ihr das ja schon 2-mal gekauft habt und ihr müsst es nur noch 3 weitere Male kaufen und die ersten 2 Einkäufe sind also nicht verloren. Der nächste Tipp geht in die ähnliche Richtung, denn ihr dürft nicht vergessen, dass einige dieser Attribute dem Alter angepasst sind und nur bis zu einem gewissen Alter freischaltbar sind. Das gilt auf der einen Seite für die Schreine, die es immer wieder in den Leveln gibt und an denen man dann spezielle Attribute verbessern kann, die immer nur für den aktuellen Lauf gelten. Da sind natürlich auf der linken Seite gerade die, die eben an das Alter gebunden sind und die dann irgendwann, wenn man zu alt ist, nicht mehr gelevelt werden können. Aber das gilt auch für den regulären Talentbaum, sage ich mal, wo man die Sachen auch dauerhaft freischalten kann. Denn je tiefer ihr guckt in dieser Liste der Moves, desto jünger muss man dafür sein. Wenn ihr irgendwann ein gewisses Alter erreicht habt, sind diese nicht mehr freischaltbar. Bedeutet, die untersten Moves gehen nur, solange ihr 29 oder jünger seid. Die darauf folgenden bis 39 oder jünger und so weiter, immer in 10 Jahresschritten. Das bedeutet, gerade die untersten Moves müsst ihr in den ersten Leveln einfach freischalten, weil es höchstwahrscheinlich in den späteren Leveln nicht mehr möglich sein wird, weil ihr da höchstwahrscheinlich eben schon 30 oder 40 Jahre alt sein werdet. Während des Spielens von Sifu werdet ihr immer wieder Schlüssel oder Schlüsselkarten, Codes und so weiter finden und euch dann denken, wofür habe ich das jetzt eingesammelt, was kann ich damit öffnen? Das findet ihr immer heraus, spätestens wenn ihr einen weiteren Durchgang macht. Denn wenn ihr genau aufpasst, gibt es in jedem Level eigentlich immer die ein oder andere Stelle, wo es eine verschlossene Tür gibt, durch die ihr nicht durchkommt. Habt ihr dann so eine Schlüsselkarte oder so einen Schlüssel gefunden, könnt ihr meistens genau eine dieser Türen öffnen, um euch sehr viel Zeit zu sparen und eben sehr vielen Gegnern aus dem Weg zu gehen und damit viel schneller zum Boss zu kommen und damit vielleicht auch in jüngeren Jahren das nächste Level zu erreichen. Dann habt ihr vielleicht ja auch bemerkt, dass Sifu eine besondere Sache bietet, und zwar die Fokusattacken. Die sind besonders mächtig, besonders stark und die bringen auch jeden Gegner dazu, immer zu taumeln, benommen zu sein und dann könnt ihr ihm noch weitere Schläge verpassen. Was hat das also zur Folge? Wenn ihr ein Level besonders gut meistern wollt, dann macht es Sinn, sich auf jeden Fall vor dem Endkampf Fokus anzusammeln, damit ihr den auch eben gegen diesen Boss anwenden könnt. Aber auch zwischendrin, wenn ihr merkt, ihr kommt nicht weiter und das sind jetzt viele Gegner, das ist vielleicht einer von den Zwischenbossen, die ein bisschen mehr aushalten, dann ist das ebenfalls eine gute Möglichkeit, den auf diese Art und Weise etwas schneller zu erledigen.
Hierzu schließt sich noch der nächste Tipp an. Ja, der ein oder andere würde es vielleicht Cheaten nennen, aber Fokus lässt sich eben auch anders nutzen, denn während ihr mit L2 den Fokus aktiviert, könnt ihr ja dann auswählen, welche Art Manöver ihr starten wollt. Der Vorteil ist, auch wenn man gar keinen Fokus hat und gar keins dieser Manöver ausführen kann, so verlangsamt ihr die Zeit damit trotzdem. Das bedeutet, ihr könnt dies zu eurem Vorteil nutzen, einfach mal, um euch einen Überblick zu verschaffen oder wenn viele Gegner auf euch zukommen, zu überlegen, was kann ich als nächstes machen oder wenn der Gegner gerade schon einen Move ausführt, euch zu überlegen, wie weiche ich jetzt am besten aus. Ja, wie gesagt, viele würden vielleicht sagen, das ist ja schon fast eine Art von Cheat, aber Sifu ist so verdammt schwer, da muss man zu jedem Mittel greifen, um irgendwie voranzukommen. Und deswegen, wenn ihr einen optimalen Lauf haben wollt, dann vergesst nicht, diesen Fokus manchmal einfach nur zu nutzen, um die Zeit zu verlangsamen und euch damit einen Vorteil zu verschaffen. Wir sind fast am Ende und da habe ich noch einen Tipp, und zwar Tipp Nummer 11. Lasst euch nicht umzingeln, wenn viele Gegner auf euch zurennen, denn das passiert dann ganz schnell und ihr habt ein Problem, wenn ihr dann versucht, jeden zu erwischen und auf jeden einzuprügeln, dann werdet ihr zwangsläufig von mindestens einem davon erwischt. Deswegen, ganz wichtiger Tipp, lasst euch eben nicht so umzingeln und nutzt die Umgebung zu eurem Vorteil. Ihr könnt ja über alle möglichen Hürden hinwegspringen, indem ihr X drückt, und das verschafft euch einfach ein bisschen Zeit. Ihr könnt einfach ein bisschen davonlaufen. Das ist gar nicht feige, sondern das ist einfach taktisch klug, was auch manchmal hilft, ist, wenn es Vorsprünge gibt, also manchmal ist es einfach so, dass es eine Erhöhung gibt, dann nutzt diese Erhöhung, geht eine Ebene nach oben und dann dauert es einfach einen Moment, bis die Gegner nachrücken und ihr habt wieder ein bisschen Zeit gewonnen und könnt vielleicht wenigstens ein paar Hiebe einem einzelnen Gegner verpassen, bevor der Rest wieder auf euch zukommt. Und so dumm es klingt, last but not least, der letzte Tipp. Lass dich nicht unterkriegen. Das Spiel ist wirklich verdammt schwer und es liegt nicht an dir. Nein, es ist die volle Absicht. Du brauchst sehr viele Stunden, um das Spiel wirklich zu meistern. Es ist genauso, wie es der Slogan des Spiels sagt. Reicht ein Leben aus, um Kung Fu zu lernen? Und genau das ist eben die Frage. Übt weiter und ihr werdet von Stunde zu Stunde besser. Das kann ich euch garantieren. Und mit diesem sehr wichtigen Tipp, würde ich sagen, schließe ich dieses Video ab und freue mich, dass ihr reingeklickt habt. Und ich hoffe sehr, dass euch diese Tipps und Tricks ein wenig weiterhelfen konnten. Und wenn dem so ist, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ihr könnt mir auch sehr gerne mal in den Kommentaren sagen, was ihr an Sifu geil findet oder nicht und wie ihr mit dem Schwierigkeitsgrad klarkommt. Und vielleicht habt ihr auch noch weitere Tipps, die ich hier vergessen habe, dann könnt ihr mir die ebenfalls gerne mitteilen. Ich freue mich, von euch zu hören, und freue mich ebenfalls, wenn wir uns bald wiedersehen. Macht's gut, Leute.